Guten Morgen, mein Lieben. Was steht heute auf dem Programm? Ich sitze jetzt hier vor dem Rechner. Ich weiß, es ist Sonntag, aber ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich arbeite eigentlich jeden Tag. Also es gibt bei mir kein Day Off. Das gehört einfach dazu und das belastet mich auch nicht. Ich kann mir unter der Woche auch mal einen Tag frei nehmen. Das mache ich auch ab und zu. Und heute nach der Arbeit gibt es ein Power-Frühstück. Meine Freunde kommen zu Besuch. Und dann darf ich mein Geburtstagsgeschenk einlösen. Richtig, richtig toll. Ich habe ja mehrere Geschenke, was Ausflüge angeht, zum Geburtstag bekommen. Stimmt mir gerne ab, wenn ihr wissen wollt, was ich da so geschenkt bekommen habe. Und unter anderem eben auch ein Geschenk zu einer Teezeremonie. Eigentlich war das ursprünglich eine Weinverköstigung den ganzen Tag. Aber das ist halt für mich, Alkohol ist halt nicht meins, ne? Wer mich länger verfolgt, der weiß das. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich kann gerne ein paar Weintrauben mitessen. Ich probiere die alle, aber so Wein trinken, das ist halt nicht so meins. Also machen wir jetzt hier ungeschränkt auf eine Teezeremonie. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Und ich freue mich einfach total auf den Tag. Ja, ich arbeite jetzt noch ein bisschen was. Dann bereite ich das Power-Frühstück vor. Nur was Kleines wollten wir vorher essen. Und dann geht es auch schon los. Soll ich euch heute mitnehmen? Schreibt es mir gerne hier rein. Ja, wenn ihr wollt, dann bis später. Nicht finden. Seit dann hast du ihn schon beruhigt. Und Eka will Schüler werden.
ist Wasser, genauso wie Wasser ist bescheiden, immer unten, will nicht oben sein. Wasser passt sich an, jedes Gefäß nimmt immer die Form von jedem Gefäß an. Aber Wasser ist auf Dauer das Stärkste überhaupt. Es formt ganze Landstriche, trägt Berge ab und formt Täler. Und das ist genauso wie Wasser. Das ist ein koreanischer, ein sehr berühmter Zen-Meister.